Okay. Hallo und herzlich willkommen von Call of Duty Black Ops 3. Heute bin ich mal wieder im Kinodus. Wir spielen Team Deathmatch Hardcore. Heute habe ich den Fiesta Blackjack dabei. Mit der Fähigkeit, wo man die Spezialistenfähigkeit von anderen Spielern kopieren kann. Ja, das hier, die Runde verlief nicht ganz so geil. Aber ich habe sie trotzdem mal genommen, weil ich eine halbe Stunde gespielt hatte und mir halt irgendwas noch nicht ein bisschen zu kriegen. Und ich wollte dann die anderen Spezialistenfähigkeit auch versuchen aufzunehmen davon, aber das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich wollte auch für beide eine halbe Stunde etwa benutzen, aber noch nicht. Und da ich jetzt die halbe Stunde hatte, habe ich das Beste genommen, was ich damit hingekriegt habe. Deswegen ist die Runde jetzt mal nicht so geil. An sich kann ich mich auch gerade nicht ganz so gut konzentrieren halt. Ich habe gerade ziemlich Kopfschmerzen, aber das ist nichts dazu bei. Nur dazu, dass ich da verkackt habe, hat das ziemlich beigetragen. Ja, da war ich null drauf auf dem Gegner, aber gut. Einer Stelle, da werdet ihr euch fragen, wieso war ich da nicht tot? Das war echt seltsam. Das werde ich da auch nochmal sagen. Halt an der Stelle, wo es ist. In dieser Runde gehen wir sogar mal ausnahmsweise negativ. Bisher sind wir bei 4-4. Ich werde relativ wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ich habe relativ in der Ecke gesessen irgendwo. Ging so halt ein bisschen, aber nicht viel. Jo, also. Der Spezialist ist nicht so übertrieben stark. Aber ja, wenn man Glück hat, kann das schon gut sein. Vor allem, man sollte halt wissen, man sollte halt eigentlich mit allen Spezialistenfähigkeiten zurechtkommen. Weil ich komme jetzt persönlich nicht mit. So, ich komme jetzt nicht so gut mit allen Spezialisten zurecht. Sowas wie Kampffokus, Insulator und sowas kann ich gut benutzen, aber sowas wie Reiniger, Hitzewelle, Fischstäbchen, all sowas kann ich einfach nicht benutzen. Damit mache ich keinerlei Kills. Ja, War Machine ist in Ordnung. Ich mag diesen Charakter zwar nicht, der packt mich persönlich immer ab, aber ich mag ihn trotzdem nicht. Das Scope ist in Ordnung. Ja, Becher. So. Hat echt nichts zu tun. Ich kann doch nichts sagen eigentlich zur Runde. Die war scheiße. Also ich brauche halt noch ein Gameplay. Ich muss nämlich für die Woche gerade vorproduzieren. Damit ich auch am in der Woche nicht so viel Zeit habe und nicht wieder eine Folge aushält wie letzte Woche. Weil ich mir Zeit lassen, um auch garantiert den Headshot zu kriegen. Auch wenn ich dafür nicht so viel Zeit hätte gebraucht. Vielleicht locker geschafft. Bei den Headshot zu landen, aber. So. Ah, an sich ist es ein Hardcore echt leichter Headshots zu machen als im normalen Modus, weil du einfach halt viel weniger Schüsse brauchst. Und wenn du einmal auf dem Head drauf bist, ist der Gegner eigentlich auch tot. Und in Kurven brauchst du halt 30 Kugeln in den Kopf, damit der Gegner auch umfällt. Da zieht die Waffe dann auch mal, weil du dich irgendwie mit der Maus irgendwie rumziehst. Daher ist es auch schwerer, Headshots zu kriegen. Ach. Ja. Ich bin jetzt gerade mal wieder auf Gegnersuche. Auch wenn ich weiß, wo die meisten Gegner, zu dem Zeitpunkt eigentlich schon weiß, wo die meisten Gegner campen. Diese liegen da hinten nämlich auf dieser Insel rum und eiern auf Kills. Ja, da wurde ich. Ah, ist das nicht immer so, dass man auf Kills geiert? Ah, die gestrige Folge war dafür im Vergleich extrem gut. Ich will ja nichts spoilern, aber schaut es euch an. Es sind auf jeden Fall 1-2 Kills gewesen, die ich da gemacht habe. So.
Ja, da war er ja auch schon wieder ein ordentliches Level im halt Multiplayer. Prestige 13, Level 14. Prestige 13. Prestige 3, Level 14. Ich bin verplant heute, wie immer. Auch wenn es heute besonders schlimm ist. Nachhinein erstmal richtig auf, wie scheiße ich da gespielt habe. Gehen wir eigentlich? 9 zu 12 und 57 zu 84. Ja. Aber 9 zu 12, das geht doch nicht klar. Mache ich da? Und der Typ kämpft wahrscheinlich, der Typ kämpft da oben mit dem MG. Hat wahrscheinlich noch ein schönes Thermalvisier drauf. Ich will niemals mit dem MG campen. So, da habe ich wieder eine Kriegsmaschine kopiert. Ich habe da unten gar nicht gehört. Ich habe nur Rolling Thunder gehört. So, gut, dass die Map schon einen Großteil davon. Nee, die Kriegsmaschine habe ich jetzt erst kopiert. Okay, davor. Ja, aber ich würde mich. Was mich interessieren würde, ob man auch Spezialistenfähigkeit von Teammates kopieren kann. Wenn der zum Beispiel seine Spezialistenfähigkeit bereit hat, du dann einfach hingehst und ihn tötest, ob man eine Spezialistenfähigkeit kriegt. Keine Ahnung. Muss ich mal ausprobieren mit meinem Freund. Ja, da ist die Runde rum. Ja, aus dem Grund buggt das bei mir total rum und man sieht den Last Kill nicht mehr, aber gut. Auf jeden Fall war es dann mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.